ist das? Nur ein paar Lieblingsstücke, die ich gerettet und instand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Interessiert mich nicht, ich will die Story endlich fertig haben. Beta und Gaia sind schon fertig? Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Ja, das sind alles niederländische Künstler. Das ist ein niederländisches Unternehmen. Hat man so gemerkt, dass so gefühlt so Kinder dran die Story gesetzt haben. Aloy verhält sich irgendwie so ein bisschen. Das war ganz cool, aber hier im ersten Teil ist sie cooler. Da hat man wenigstens einen Bezug zu ihr. Aber hier, ich weiß nicht. So ein eingebildetes, verwöhntes Girl-Gefühl. Wie hast du uns gefunden an der Brutstätte? Und was hast du mit den anderen gemacht, bevor ich in Ohnmacht fiel? Gleich zur Sache, verstehe. Tja, sagen wir einfach, wir haben schon ein Auge auf Hephaestus. Weil wir wussten, dass wir ihn brauchen würden. Wir sind nicht auf dich reingefallen. Und was mein kleinen Trick angeht, es war eine sensorische Überlastung und eine Energieentladung. Gerard und Eric waren nur kurz desorientiert wegen ihrer Schilde. Aber du wurdest ohnmächtig, als ich dich rausholte. Vielleicht geht es dir nach einem Frühstück besser. Die Switch ist immer noch am Grinden, herrlich. Das war dein Haus. Du hast es für Beta und dich in eurem Datenkanal erbaut. Wie scharfsinnig von dir. Bitte hier lang. Nach allem, was dein Volk getan hat? Glaubst du etwa, ich setz mich hin und rede mit dir? Das ist nicht mein Volk. War es nie und ist es auch jetzt nicht. Du bist mit ihnen ins Weltall gereist. Und hast 1000 Jahre mit ihnen gelebt, vor deiner Rückkehr. Was hat deine Meinung plötzlich geändert? Ganz einfach. Das hier. Mein alter Fokus. Repariert. Das heißt, du hast Unglaubliches gesehen. Was du in 2 Jahrzehnten erreicht hast? Ich habe 1000 Jahre hinter mir und komme nicht mal entfernt daran. Tut mir leid, deine Privatsphäre zu stören. Doch ich musste. Um es zu verstehen. Um erleuchtet zu werden. Du bist wirklich von Elizabeths Blut. Hast ihren Ehrgeiz, ihre Überzeugung. Ihre Integrität. Ich glaube, die wollte was von Elizabeth damals. Ich habe, schäme ich mich für meine Begleiter. Ich will dir jetzt wirklich nur noch helfen. Auch wenn du deine Freunde aufhalten musst? Dann ganz besonders. Bitte, setz dich. Soll eine sehr lange Cutscene werden. Dort. Schon besser. Also, wir müssen Beta und Gaia unbedingt befreien. Du weißt bestimmt, dass Gerard die Biosphäre der Erde mit Gaia neu starten möchte. Und die Welt so gestalten will, dass sie nur noch für uns Unsterbliche ideal ist. Dabei sterben alle Lebewesen auf dem Planeten. Er nennt es eine Neuinstallation. Okay. Nicht, wenn ich ihn aufhalten kann. Nicht, wenn wir es tun. Und wenn er und die anderen tot sind, lassen wir gemeinsam Elizabeths Traum wahr werden. Beta hat dir bestimmt gesagt, dass es auf dem Schiff eine Version der Apollo-Datenbank gibt. Eine vollständige Sammlung menschlichen Wissens. Damit und mit Gaia könnten wir Elizabeths Ziele erreichen. Die Biosphäre heilen, die Menschen dieser Welt bilden, sie aufrichten. Die Welt ihrer Träume erschaffen. Lass uns nicht vorschnell handeln. Interessant ist, wenn die uns wirklich nur helfen und uns vertrauen, warum hat die ganze Zeit das Schild an? Bitte hör auf, sie meine
meine Freunde zu nennen. Und sie sind nicht unverwundbar. Einer deiner Freunde hat einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Silence. Oh, er war wirklich fleißig. Er sammelt eine Armee, die Gerards großartige Basis dem Erdboden gleich macht. Ja. Regala und ihre Rebellen. Sogar jetzt plant sie einen letzten Angriff auf die Tenakt-Hauptstadt. Sollte sie gewinnen, kontrolliert sie den gesamten Stamm. Hunderte Krieger und Maschinen, die die Basis angreifen. Sie irrt sich. Sie werden alle sterben. Es sollte reichen, um Gerards Abwehr zu durchbrechen, damit Silence ihn töten kann. Ihn und alle anderen. Mit Hilfe der neuen Waffe, die er entwickelt hat. Ja, er hat einen Weg gefunden, unsere Schilde zu umgehen. Ein außergewöhnlicher Mann. Er hat alles eingeplant. Außer dich und mich. Während also seine Armee Gerards Verteidigung durchbricht, schleichen wir uns durch die Hintertür rein. Eine, die nur ich kenne. Während Silence und meine Freunde gegeneinander kämpfen, holen wir uns Beta und Gaia. Ich habe gesagt, dass ich helfen will. Ich meine es ernst. Okay. Erst Val, dann Hekao und die Tenakt. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation. Aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elizabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders, dann können die Tenakt überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst, öffne ihn. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich guck nur einen Kinofilm, der einfach nicht enden will. Weird. Was machen Sie mit ihr? Dissoziation durch virtuelle Realität. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikromanagement. Wenn sie sich widersetzt, lassen sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Beta, kannst du mich hören? Du lebst. Sie beobachten mich. Ich kann diese Projektion nicht lange aufrechterhalten. Ihr hättet mich töten sollen. Nein. Sie hat es versprochen gehabt, aber naja. Ich hol dich da raus. Versprochen, okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Dann ist es vielleicht möglich. Ich kontaktiere dich, wenn es Zeit wird. Hältst du durch? Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Nun gut.
Ich habe getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seine Armee weg. Ich brauche sie nicht. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Oh. Und die wären? Meinen Freund zur Ruhe becken. Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst, ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Die alten Horus-Titanen haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Tu, was du tun musst. Also einen EMP-Impuls senden, um die ganzen Maschinen lahmzulegen. Nicht falls. Wenn. Das Schild von der ist immer noch an. Sehr vertrauenswürdig. So. Und, bist du da? Aloy! Aloy, bist du es wirklich? Ja, bin ich. Wo sind die anderen? Wir sind bei der Basis. Was ist geschehen? Das erkläre ich dir wohl besser persönlich. Ich komme so bald wie möglich. Okay, wir warten hier auf dich. Schön, deine Stimme zu hören, Aloy. So, dann gehen wir mal zurück. Wie man sieht, ich hatte echt irgendwie bei Zero Dawn echt... echt Bock, aber irgendwie hier, ich weiß nicht. Ist ein wenig unsympathisch. Ich habe mich in dein Fokusnetzwerk gepatcht. Na toll. Dann können uns die anderen sie jetzt nicht hören? Natürlich nicht, und sie wissen auch nichts von deiner Basis, wenn du dir deswegen Gedanken machst. Ich habe dir Daten zu den Horus-Energiezellen geschickt, die du gegen Regalas Truppen einsetzen kannst. Sag Bescheid, wenn du eine davon holen willst. Verstanden. Ist jetzt die Frage, muss ich, soll ich oder kann ich? Und wieder Cutscene. Wer verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey, kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hekaru zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia. Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor, hä? Treten wir gegen alle Rebellen an? Von den Zenith ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa. So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Vals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihn in Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem... Weil sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun, immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Zeniths besiegen und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein Geschenk.
Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Steh Hekaro bei. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehn. Was? Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte. Legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Zeniths-Schädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Ein Mann, ein Wort. Zuallererst sollte ich mal nach So sehen. Es klang wichtig. Rede mit So. Wo ist die Alte denn? Oh, offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Da. Seid ihr aber schnell vorbereitet. Wir wissen, woher sie den Bambus her hat. Hier, Aloy. Wir kamen hierher, um uns um den Garten zu kümmern. Ja, okay. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Als wir von Gemini zurückkamen, schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und... über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht. Aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Wenn grüne Gliedmassen welken, Wurzeln faulen im Schnee, wächst doch Samen, so sicher wie der Stein. Aus Tod entsteht neues Leben. Also halten wir mal das in Grenzen. Mit dem Talent. Und so ist es auch mit uns. Ich erwarte ein Kind, Aloy. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen und den Sonnenaufgang anschauen. Dieser Lümmel. Hat er die Alte echt noch geschwängert? Ich konnte ihm nie danken. Das machst du generell nicht, Aloy. Mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer.
Hast du bis jetzt noch nie gemacht. Also jetzt tu nicht so. Im gesamten Spiel war sie immer so richtig egoistisch, also ein richtig unangenehmer Charakter. Ich verspreche, ich passe auf sie auf. Das ist aber das Mindeste, was du machen kannst. So. Komme wieder, wenn ich kann. Aber jetzt? Ich muss zum Fabrikationsterminal, um die Überbrückung auf meinem Speer zu installieren. Dann werde ich sie gegen einen Sonnenflügel einsetzen und Regala ein einmaliges Willkommen bereiten. Achso, das muss ich an der Basis machen. Stimmt, da war ja was. Kannst du mal sehen. Oh, lauter. Eloy ist aber gerade ein bisschen krass am Schein. Überbrückung installiert. Jetzt brauche ich einen Sonnenflügel. Ich glaube, oben auf dem Berg nisten ein paar. Warte mal, warte mal. Lebt einer, die nur als Frosthammer bekannt, wer sich würde, weiß, aufs Privileg von der Legende lernen. Nee, mach ich erstmal die. Hauptquest weiter, ich will das Spiel endlich fertig haben. Eieiei. Okay, ich muss einen Sonnenflügel überbrücken. Am besten den Berg hinauf. Zu viel Klettermöglichkeiten irgendwie. Wie gesagt, der erste Teil hatte weniger, dafür besser. Und der hat irgendwie mehr und davon wirst du einfach von allem übersättigt. Sonnenflügel. Ich muss mich ihnen leise nähern. Es war cool, dass wir jetzt fliegen können, aber warum so nah am Ende des Spiels? Barrel Roll. Jawohl. Schwindelig. Pfeilhand. Von hier oben kann ich das ganze Dorf sehen. Vielleicht sollte ich mir das ansehen, nachdem ich mit Regala fertig bin. Tilda? Ich bin in der Luft. Dann solltest du eine Energiezelle aus einem der alten Horus-Titanen holen. Aber erst musst du die mit einem Impuls aktivieren. Ich habe dir eine Software geschickt. Um sie zu nutzen, musst du eine der Kommunikationsmaschinen, die du Langhals nennst, überbrücken. Mitten in der Wüste gibt es eine, die du nehmen kannst. Mach ich. Okay.
Da ist der Langhals. Ich muss auf seinem Kopf landen. Wie lande ich mit diesem Ding? Nach vorne fliegen. Hallo, ich will nicht X drücken, um abzuheben. Ich will nach vorne fliegen. Oh, komm schon. Geschafft. Ich muss es nur überbrücken. Okay, Tilda, ich habe den Langhals überbrückt. Gut, dann sind die Energiezellen jetzt bereit. Sammle bei einem Horus eine ein. Nordwestlich deiner Position müsste einer sein. Wenn du die auf Regalas Maschinen fallen lässt, ist da ganz schön was los. Danke für die Hilfe. Ich hab dir gesagt, dass ich helfen will. Was? Ich will keinen Sturzflug machen, ich will nach oben fliegen. Naja, hält sich in Grenzen mit dem Fliegen. So, doch kein. Was? Ein Sturzflug. Hier steht doch halte X. Eben stand halte X gedrückt, um nach vorne zu gleiten. Und jetzt macht er mit X einen Sturzflug. Was zum Geier? Ich verstehe es nicht. Aber zeugt nur davon, dass sie selbst das verkackt haben. Da geben sie dir schon mal, ja, Entschuldigung für diese ganzen, Scheiß, den wir gemacht haben. Jetzt kannst du mal ein bisschen rumflattern. Warum ist die Steuerung invertiert? Ich hab das nicht eingestellt. Na dann.
da wollen wir mal. Aber nicht schneller fliegen, ne? Ich finde es halt interessant, dass Silence die ganze Zeit eigentlich genau für uns arbeitet und Aloy ihn erstmal scheiße behandelt. Aufnahme beenden, weil erstens sind wir schon bei 30 Minuten und zweitens muss ich ganz dringend auf Toilette. Bis gleich.